Ich möchte euch meine Top 5 natürliche Zunder vorstellen, worin ihr ein Lagerfeuer viel schneller und besser anbekommt. Das ist ein Tutorial für Bushcraft und Survival. Guck mal, hier vorne wächst ganz viel getrocknetes Gras und das ist der erste Zunder. Ja, ihr nehmt diese Finger und macht da so ein bisschen getrocknetes Gras ab. Ja, genau. Und dann macht ihr so, dass ihr so ein kleines Zundernest habt. So, um dieses getrocknete Gras zu zünden, nehme ich jetzt einen Feuerstahl und mein Urintest V1 Messer. Ja, genau, das geht sehr, sehr gut. So schnell geht das. Ich mache den auch einmal aus. Hier vorne ist ein getrockneter Ast. Ich habe den gefunden. Der wächst im Wald und der muss auf jeden Fall vertrocknet sein. Daraus mache ich jetzt Holzspäne. Je feiner die Späne, desto besser lässt sich das zünden. Und das ist ganz wichtig, dass er so trocken wie möglich ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Jawohl, es ist angezündet. Der nächste natürliche Zunder, den ich kenne, ist Baumharz. Ich schneide hier so ein bisschen Baumharz raus. Auf Fichten wächst Baumharz. Das könnt ihr euch merken. Oder ich weiß auch nicht, ob jetzt vielleicht auch andere Bäume, aber auf jeden Fall auf Fichten. Genau, den hier werde ich dann probieren. So, ich habe gerade ein bisschen mehr Baumharz genommen, weil das war mir zum Zünden zu wenig. Guck mal, es beginnt zu brennen. Jawohl. Baumharz ist sehr schnell entzündlich. Und es brennt sehr, sehr gut. Mein nächster natürlicher Zunder ist Zunderschwamm. Das ist ein Baumpilz. Genau, und zwar genau dieser Baumpilz hier. Der muss genauso aussehen, wie der aussieht. Der kann auch dunkler und heller sein, aber das ist genau dieser Pilz hier. Ich werde den abnehmen. Jawohl, das ist Zunderschwamm. Ich werde den Zunderschwamm ein bisschen zerkleinern. Also es brennt zwar nicht und das soll auch nicht brennen, sondern es soll nur glühen. Und durch diese Glut kann man Feuer anmachen, also genau, das Holz anmachen. Ja genau, das ist Zunderschwamm. Mein letzter natürlicher Zunder ist Birkenrinde und Birkenrinde kann ich am meisten empfehlen, weil der hat diese Öle und sowas. Genau, das ist mit Öl verseucht. Hier vorne ist ein tödlicher Birkenbaum. Ich werde hier ein bisschen Rinde abmachen. Ja genau, nur ganz leicht abziehen. Ich habe Birkenrinde gesammelt und das ist nur die äußerste Schicht. Jawohl. Und schon brennt das. Birkenrinde ist hochentzündlich. Und ich finde, dass Birkenrinde der beste Zunder überhaupt ist. Also, wenn ihr nach Zunder sucht, kann ich Birkenrinde am meisten empfehlen. Wenn ihr noch weitere Bushcraft- und Survival-Tipps kennt, die ich noch nicht drangenommen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich werde vieles durchnehmen. In dieser Playlist findet ihr noch weitere diverse Bushcraft- und Survival-Tipps und Tutorials. Ihr sollt euch diese Videos anschauen, weil ich will das so. Und das ist lehrreich.